Manuka Joe fragt Pete Smeet: Welche drei Dinge könnt ihr gar nicht ausstehen? Spinnen, Spinat und die Speichgürt. Okay, drei Dinge. Schlechtes Benehmen, also keine Manieren haben. Also Fremden gegenüber, wenn man unter Leuten ist, die man kennt, ist das was anderes. Aber wenn fremde Menschen einfach keine Manieren den anderen gegenüber haben und unhöflich sind. Moment, sind das jetzt zwei? Ja, irgendwie schon. Naja, gut, sind das zwei. Und als drittes Unehrlichkeit. So, mit betockter Backe, immer im Einsatz. Drei Dinge, die ich nicht ausstehen kann, sind auf jeden Fall unsichtbare Wände in Spielen, finde ich voll zum Kotzen. Dann Zahnschmerzen, damit man hier sitzen muss. Und ich sehe ein bisschen aus wie ein Schlaganfall. So. Ja, geht noch, oder? Egal. Auf jeden Fall, projektige Backe hier, ne? Geht weiter. Und. Moment, bitte. Moment. Tod. Genau, Tod ist auch scheiße. Unpünktlichkeit finde ich ganz schlimm. Nervt mich halt extrem. Wenn man sagt, man ist da und da und da und da, ja, dann ist man, hat man meiner Meinung nach dann da zu sein. Was nervt mich noch, die ich nicht ausstehen kann, wenn Bayern oder Schalke ein Fußballspiel gewinnen? Und was kann ich noch nicht ausstehen? Wenn Essen schlecht ist. Beziehungsweise, also nicht Essen schlecht ist, sondern also wenn man Essen wegwirft. Vor allem, wenn da Tiere für gestorben sind. Das nervt mich halt echt extrem. Also Tiere super gerne essen und so weiter, aber dann bitte auch wirklich essen und nicht verderben lassen. Das ist wieder eine schwierige Frage, die so mega allgemein ist, wo man, keine Ahnung, drüber philosophieren könnte. Aber was ich auf jeden Fall nicht ausstehen kann, ist schlechtes Frühstück, weil dann startet mein Tag schon immer schlecht. Was ich auch nicht ausstehen kann, ist Semi-Streu im Flur. Den muss ich mal sofort wegsaugen, weil wenn du dann morgens aufstehst und rausgehst aus der Tür, aus dem Schlafzimmer und in den Flur gehst und da Semi die ganze Nacht gewütet hat wie so ein Berserker, ja, dann kein guter Start in den Tag, ne? Da hinten ist er, der Übeltäter. Und was kann ich noch nicht ausstehen? Cool, jetzt hat WhatsApp gerade mein Video unterbrochen. Ja, was kann ich noch nicht ausstehen? Nervige Handys, die ständig bimmeln und irgendwie das Leben unterbrechen. Früher war das noch ganz okay, aber mittlerweile nervt es doch ein bisschen.